Und wir machen weiter mit Schrödingers Katze. Es ist ein quantenphysisches Gedankenexperiment. Das Buch beschäftigt sich wahrscheinlich mit den Prinzipien des Experiments. Achso, das Buch diskutiert. Das Buch spricht wahrscheinlich über die Prinzipien, über die das Experiment mehr Tiefe verleiht oder so. Siehst du, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger war ein Schüler. Ein Gelehrter von theoretischer Physik in Australien. Oder? Austria ist doch Australien, oder? Nee, Australia ist Australien. Ist Austria auch Australien? Ich weiß es nicht. Ich gucke lieber nochmal nach. Österreich. Autsch. Böser Fehler. Oh, böser Fehler. In Österreich, natürlich. Warum, würde ja auch Sinn machen, dass er Schrödinger heißt, wenn er in Australien lebt, ne? Ich bin auch einer. Er wurde 1887 geboren und... Warte! Wird das eine lange Geschichte? Ja, dachte ich mir. Wie wäre es, wenn wir später darüber reden? Ich meine, wir haben gerade den Schlüssel gefunden, der uns hier rausbringt. Hast du... da hast du einen guten Punkt. Ja, den hat er. Wir sollten gehen, jetzt. Alles klar, lasst uns gehen. Guter Einwand. Und sobald die Tür offen ist, dann kann sie uns alles über Schrödingers Katze erzählen, schätze ich mal. So, ich schätze mal, den müssen wir hier einsetzen. Der Schlüssel, das Schloss für die Tür. Seid ihr fertig? Ich werde die Tür öffnen. Okay, ich bin bereit. Mach schon. Alles klar. 3, 2, 1. Was ist das mit den Hauptcharakteren in diesen Spielen, die scheinbar alle... das Bedürfnis haben, vorher zu sagen, okay, ich werde die Tür jetzt öffnen. Seid ihr bereit dafür? Ich würde sie verdammt nochmal einfach, meine Fresse, pack doch einfach den Schlüssel rein, meine Güte. Was machst du da so ein großes Trara drum? Meine Güte. Übrigens eine andere Sache, die mir jetzt bei diesem No-Nary-Game aufgefallen ist. Wow, eine Sackgasse? Huh. Die mir bei diesem No-Nary-Game jetzt aufgefallen ist, ist, dass es kein Zeitlimit gibt. Diesmal. Also, es gibt eine Nummer 9 Tür wieder und derjenige, der 9 von diesen APs kriegt, der darf die Tür öffnen. Also mit anderen Worten, es wäre am besten, wenn wir alle zusammen irgendwie Punkte kriegen könnten und wir erst dann die Tür öffnen, wenn alle von uns die 9 AP haben. Das Problem ist, wird irgendeiner von uns sozial genug sein, so lange zu warten, bis einer von uns... bis alle anderen von uns auch die 9 AP haben. Ich habe das Gefühl, es gibt mindestens ein Arschloch unter uns, das sofort die 9er Tür öffnet, sobald er 9 AP hat. Ich glaube echt, das wird so sein. Wir haben unseren Weg runter in... wir sind den Flur entlang gegangen und am Ende erwartete uns... Ah, die anderen haben uns dort erwartet. Hey, scheint, als ob die Gang wieder versammelt ist. Was geht? Gar nichts geht. Wir haben unseren Raum verlassen, sind links abgebogen und sind hier gelandet. Sigma, lass mich mal die Karte sehen, die du eben gefunden hast. Oh, klar. Das wäre der Weg durch die lilane Tür. Jawohl. Da kommt man auch hier an. Und der Weg durch die grüne Tür kommt man da auch durch. Ja. Also mit anderen Worten, alle Wege führen im Prinzip unweigerlich hierher. Das heißt, alle anderen waren schneller als wir mit dem Rätsel lösen. Scheiße! Okay, eine Niederlage, ein Minuspunkt in Sigmas Kopf verzeichnen. Oh. Egal, welche Tür wir genommen hätten, sie alle hätten hierher geführt. Das ist das Gleiche... Moment, was? Das ist die gleiche Karte, die wir in der Lounge gefunden haben. Die Lounge? Oh, wir haben so etwas auch gefunden. Unser Raum war eine Infirmary? Ich habe das Gefühl, ich müsste das noch vom letzten Teil kennen. Krankenstation. Ah.
Unser Raum war eine Krankenstation. Ist das so? Wir haben unsere in den Crew-Quartieren gefunden. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen hinsetzen und Informationen austauschen. Nein. Dafür gibt es auch genügend Zeit, nachdem wir diesen Aufzug überprüft haben. Wohin führt der wohl? Also wenn mich meine Erfahrungen aus dem letzten Teil nicht täuschen, dann würde ich sagen, der Aufzug führt zu einem weiteren Set von Türen. Also in diesem Falle chromatische Türen, nicht nummerierte Türen. Was zum... Das ist genauso wie auf der anderen Etage. Diese Türen haben auch Farben. Die links ist grün, die in der Mitte ist blau und die rechts ist rot. Sind das chromatische Türen? Sieht so aus, als ob hier eine Box wäre. Sie sieht so aus wie die wir vorher gesehen haben. Verschlossen, hm. Ja, rührt sich kein Millimeter. Genau wie die anderen Türen. Bringt nichts. Sie versuchen sie mit Gewalt aufzubrechen, schätze ich. Stimmt irgendetwas nicht, Alice? Du starrst die ganze Zeit auf deinen Armreif. Oh. Nein, mir geht's gut, aber es scheint, als ob meine Vermutung wahr wäre. Die Zahlen haben sich geändert. Warte mal, was? Zahlen? Oh ja, die Zeit, die übrig ist. Sieht aus wie 2 Stunden und 6 Minuten. Oh, verfickt nochmal. Wollt ihr mir erzählen, dass wir jetzt einfach nur hier, dass wir für weitere 2 Stunden hier herumsitzen müssen? Ich schätze mal, so sieht's aus. Sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Dann müssen wir wohl zurückgehen. Clover, wie wär's, wenn du ihnen diese Notiz zeigst, die wir gefunden haben? Hä? Oh, okay. Moment. Hä? Was? War es irgendetwas Ähnliches von wegen ergänzende Regeln? Weil wir genauso eine Notiz gefunden haben. Sie war in der Krankenstation. Ja, wir haben auch eine gefunden. Sie war in dem Safe in den Crew-Quartieren. Hier sind ein paar weitere Regeln für euch. Sobald ihr eine Tür geöffnet habt, könnt... Ja, genau. Stimmt. Die Tatsache, dass man durch die chromatischen Türen beliebig durchgehen kann, sobald man sie einmal aufgeschlossen hat und das Rätsel dahinter gelöst hat. Wenn das wahr ist, dann können wir alle... Dann können wir alle wieder den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind und zurück ins Lagerhaus kommen. Ich glaube nicht, dass Zero sagt, dass wir es können. Ich glaube, er sagt, dass wir es müssen. Was wäre denn sonst der Sinn hinter dieser Schlüsselkarte? Du meinst die hier? Der Ambidex-Raumschlüssel? Wir haben auch welche gefunden. Das wären dann 6. Eine für jeden AB-Raum. Lasst uns zurück zum Lagerhaus. Also wenn Zero springt, sagen wir wie hoch oder was? Wenn du es nicht magst, kannst du hier bleiben. Okay, was heißt Matt? Ich weiß nicht, was Matt heißt. Mutt. Moment. Nein, ich will nicht wissen, was Mutti heißt. Ich will wissen, was Matt... Köter, okay. Ein dummer wütender Köter, der die Türen beobachtet, klingt schon ziemlich richtig. Arschloch.
Du solltest hoffen, dass ich Rabbies? Flöhe oder so etwas? Hoffe lieber, dass ich keine Flöhe habe oder keine Tollwut wahrscheinlich. Könnte sein, dass das Tollwut heißt. Ich glaube, das würde viel eher Sinn machen in diesem Kontext. Du solltest besser hoffen, dass ich keine Tollwut habe, du selbstverliebter alter Sack. Also, wie soll's jetzt weitergehen? Wirst du mit uns zurückgehen? Oder wirst du hier ganz allein zurückbleiben? Alles klar, ich gehe. Alles klar. Na dann. Jetzt finden wir auch heraus, was es mit dem Ambidex-Räumen auf sich hat und welchen Sinn sie in diesem Spiel haben werden. Crewquartiere. Okay. Findet da drin jetzt noch irgendetwas Besonderes statt oder was? Ah. Also, das sind die Crewquartiere, was? Genauso wie die Notiz es sagte. Wir haben keine Probleme damit, hier hereinzukommen. Das bedeutet, wir können auch durch die Krankenstation oder die Lounge. Ja, wir können jeden Raum überprüfen. Hey, guck mal, Großvater! Sie haben ein Poster von einer Lady hier drin. Sieht so aus wie die, die du zu Hause hast. Das hier ist ziemlich heiß. Ich glaube, wir reden zum... Warte mal, was? Was genau soll jetzt die Abkürzung EU heißen? Ich habe keine Ahnung, was EU heißt. Ich glaube, wir reden hier von mindestens 14, vielleicht sogar 15 EU. Einverstanden. Ich würde es nur zu gerne mit nach Hause nehmen. Allerdings glaube ich nicht, dass dafür jetzt wirklich die Zeit ist. Lasst uns weitergehen. Wow, warte mal. Opa? Stimmt eigentlich, Seit wann sind die beiden denn Freunde? Ja, stimmt. Entweder die beiden haben sich sehr gut angefreundet und der Kleine hat... Kinder machen das ja schon öfter, dass sie irgendwelche älteren Personen Opa oder Oma nennen. Also, das ist nichts Ungewöhnliches. Also entweder der Kleine hat sich mit dem Opa jetzt einigermaßen angefreundet oder er ist tatsächlich sein leiblicher Großvater. Die zwei Möglichkeiten gibt es jetzt. Oder waren sie schon immer, oder standen sie sich schon immer nahe? Mit anderen Worten, sie haben sich einander vor dem Nonary-Game gekannt. Und wenn Quark Tenmyoji Opa genannt hat, dann sind sie vielleicht sogar verwandt. Alice und Clover scheinen sich auch nahe zu stehen. Wie viele von diesen Leuten kennen sich eigentlich einander? Lass uns gehen, Junge. Ich kann's nicht erwarten, hier rauszukommen und zurück zu meinen Großvater-Videos zu kommen. Du meinst die du in deinem verschlossenen Schrank aufbewahrst? Shh, du bist zu laut, Quark. Du musst diese Dinge leise sagen. Schon klar, alter Mann. Ist mir doch egal, was du alles tun musst, um einen hochzukriegen. Ne? Jedermann macht das. Das ist doch kein Geheimnis, meine Güte. So. Also jedermann hat es zumindest bis zu einem gewissen Punkt mal gemacht. Sagen wir es mal so. Oh, ihr seid ihr endlich fertig?
Ihr habt so lange gebraucht, dass ich für ein, zu einem kleinen Schläfchen übergegangen bin. Oder übergehüpft bin. Och, vergähnen? Wirklich? Du bist nur ein Computerprogramm. Du kannst nicht müde werden. Hey, B.O. Okay. Ach so, ist das der Spitzname von dem Typen, oder? Hey, B.O., mein Temperament hat einen ziemlich lockeren Abzug und du bist sehr nah dran, ihn auszulösen. Also würde ich aufpassen, was ich sage, wenn ich du wäre. Denn sonst, tja, ich muss es nicht wirklich aussprechen, oder? Uiuiui. Vergiss es. Das ist ein guter Junge. Alles klar. Kehren wir zu dem zurück, worüber wir vorher geredet haben. Namentlich, wie kriegt ihr mehr BP? So, jetzt bin ich gespannt. Wir gehen in die AB-Räume, oder? Schaut mal. Wir haben ein paar Schlüssel, wir haben hier ein paar Schlüssel für sie. Kay und Quark haben jeweils 2, also haben wir insgesamt 6. Aber wer geht in welchen Raum? Eigentlich egal. Jeder kann in jeden Raum gehen. Aber es gibt nur 6 Räume. Habe ich es euch nicht gesagt? Die 2 Mitglieder eines Paares teilen das gleiche Schicksal. Also meinst du, beide Mitglieder eines Paares sollten in den gleichen Raum gehen? Ja. Was sollen wir tun, nachdem wir die Räume betreten haben? Ein Spiel spielen. Genau wie es auf der Tür steht. Ihr spielt das Ambidex-Spiel. Warte mal, was soll Ambidex überhaupt bedeuten? Ich würde schätzen, es ist eine Abkürzung für Ambidextrous? Ach du Scheiße. Und was heißt das? Die meisten benutzen das Wort, um sich auf die Fähigkeit zu beziehen. Die Fähigkeit zu beschreiben, mit beiden Händen zu schreiben, anstatt entweder die linke oder die rechte Hand zu bevorzugen. Es kann auch duplikabel heißen oder zweiseitig. Dann ist es also ein Spiel des Betrügens. Nun ja, ich schätze, man könnte es so ausdrücken. Also, was ist das No-Nary-Game? Ah, das bezieht sich auf The Whole Enchilada? Oh Mann, ey. Enchilada. Ach, das ist Spanisch. Kenne ich gar nicht, habe ich echt nie gehört. Gefüllter Fladen, aha. Heißt sogar in unserer Sprache Enchilada, also könnte man so übersetzen. Das bezieht sich auf das Gesamtpaket, würde ich jetzt mal so übersetzen. Das No-Nary Game ist ein Spiel, wo ihr versucht, die Nummer 9 Tür zu öffnen und zu entkommen. Das Ambidex-Spiel ist nur ein Minispiel, das ihr als Teil des Größeren spielt. Macht das Sinn? Als ob, dieser Scheiß ist verwirrend. Ist es das? Oder ist es nur so, dass du ein paar Karotten zu wenig in deinem Busch hast? Was glaubst du, B.O.? Du arroganter kleiner Bastard! Tja, so bin ich nun einmal. Also solltest du dich besser dran gewöhnen. Nun, könntet ihr euch jetzt alle in Richtung der AB-Räume bewegen, bitte? Ich werde euch spezifischere Anweisungen geben, sobald alle drin sind.
Ich glaube, dann wird es einfacher für euch sein, es zu verstehen. Oh je, jetzt bin ich gespannt. Kay, Quark und ich haben jeweils eine Karte an Luna, Alice und Tenmyoji gegeben. Dann gingen wir in die AB-Räume. Es gab nicht wirklich irgendwelche Diskussionen darüber, wer in welche Tür ging. Aber Fi und ich haben... Aber Fi und ich fanden uns an dem, in dem Raum der meisten... Aber Fi und ich gingen in den Raum, der am meisten links war. So. Scheint, als ob alle anderen bereits reingegangen sind. Glaubst du, wir sollten auch reingehen? Warum fragst du mich das? Beeil dich einfach und geh rein. Okay, okay. Ein Ambidex-Tor wurde geöffnet. 45 Minuten verbleiben, bis das Ambidex... Ambidex Game Polling? Was heißt Polling jetzt schon wieder? Ah. Entschuldigt, dass ich jetzt so auf Wörter nachschlagen muss, aber selbst ich kenne nicht alle Wörter auf Englisch. Umfrage. Ach so. Bevor die Ambidex Spielumfrage schließt. Was? Dieses Spiel hat auch ein Zeitlimit? Warte. Stimmt was nicht? Nein, nein, nichts. Es ist nur... Hier ist niemand. Wovon redest du? Natürlich ist hier niemand. Ja, nun ja, aber ich meine nur... Lass uns reingehen. Ja, ja, okay. Was hat Sigma jetzt damit gemeint? Das frage ich mich jetzt auch. Ach ja, der alte Raum. Wunderbar. Ich frage mich, ob jeder Aufzug so ausgesehen hat. Ob alle die gleichen Rätsel lösen mussten, um in den Aufzug zu entkommen. Wäre mal interessant zu sehen. Das sieht genauso aus wie der Raum, in dem wir aufgewacht sind. Ja. Tja, es gibt nur eine Sache, die anders ist. Dieser Bildschirm? Ja. Scheint, als ob da irgendetwas drauf wäre. Wow. Das Ambidex-Spiel wird jetzt beginnen. Um deine Stimme einzugeben, berühre bitte den Startknopf auf deinem Bildschirm. Sobald du deine Stimme eingegeben hast, wird die Tür sich automatisch schließen. Sie wird sich nicht öffnen, bis die Umfragezeit abgelaufen ist. Okay, Start. Oder bis die Umfrage abgeschlossen ist, würde ich sagen. Scheiße! Was zur Hölle machst du, du Idiot? Was? Ich habe nur den Startknopf gedrückt. Hast du überhaupt gelesen, was da draufsteht? Stand? Sobald du den Knopf drückst, wird sie sich für 40 Minuten schließen. Dank deinem dummen Arsch werden wir jetzt für fast eine Stunde hier drin festsitzen. Oh, wirklich? Ja, wirklich! Ah. Ups. Hey, hey, hey! Scheint, als ob alle ihre AB-Tore geschlossen hätten. AB-Tore? Oder AB-Türen? Okay, also haben die anderen ihre Türen auch schon geschlossen. Hä? Das ist die Tür zu den AB-Räumen, du Dummerchen. Sobald ihr in den die AB-Räume, in denen ihr jetzt gerade seid. Nun, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich werde meine vorherige Erklärung fortsetzen. Oh je. Also, lasst uns diese Party... Also dann, lasst uns mit der Party beginnen. Lasst mich euch etwas über das AB-Game erzählen. Haha, Tell und Tail, get it? Okay. Da es ein Spiel ist, habt ihr offensichtlich einen Gegner. Aber es ist nicht so, als ob das ein Battle Royale wäre, wo ihr einfach jeden bekämpft. Jede Runde wird ein Einer-gegen-Einen-Kampf sein. Mann, oh Mann, Mann, oh Frau. Nun, es gibt zwei Leute in jedem Pärchen, richtig? Also ist es mehr ein 2-gegen-1-Kampf, schätze ich. Also, ich schätze mal, ihr fragt euch alle gegen ich schätze mal, ihr werdet euch alle fragen, wer euer Gegner sein wird. Und euer hüpfender Gegner sein wird. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Es wird derjenige sein, mit dem ihr euch zusammengetan habt, um durch die chromatischen Türen zu gehen. Oh je. Also wir werden gegen Alice kämpfen. Und davon abgesehen, wir haben
mit Alice nicht ein bisschen Backstory gekriegt, was ich mir eigentlich erhofft hatte, wenn ich mich mit ihr zusammentue. So eine Scheiße. Zum Beispiel, Sigi und Fido haben sich mit Alice zusammengetan und sind durch die Cyane Tür gegangen, nicht wahr? Das bedeutet, dass Sigi und Fido gegen Alice spielen werden. Und es geht auch andersrum. Alice Gegner werden Sigi und Fido sein. Offensichtlich heißt das, Potassium und Cleavers Feind wird Tenmi Alti sein. Und Bio und Quirks Feind wird Moni sein. Moni? Ach, Luna. Okay, ja, weil Luna Mond, okay. Ich verstehe schon. Nun, ich schätze, Feind ist nicht das richtige Wort, oder? Denn wenn ihr schließlich Verbünden wählt, dann wird es euer Verbündeter sein. Moment mal, was? Was? Ihr versteht's nicht? Nun, keine Sorge. Hört einfach zu, während Zero der Dritte es alles erklärt. Als erstes möchte ich, dass alle Häschen sich auf den Bildschirm, auf dem Gerät im hinteren Teil des Raums konzentrieren. Ihr solltet A verbünden und B betrügen darauf sehen, richtig? Alles, was ihr Leute tun müsst, ist wählen. Ihr wählt eine von diesen einfachen Optionen oder Hüpfzionen. Ja. Eure AP werden hoch oder runter gehen, je nachdem, was ihr auswählt. Es ist ein bisschen kompliziert und ein paar von euch sind ein bisschen langsam im Kopf, also werde ich das ein bisschen einfacher erklären. Okay. Das Plus und das Minus sind von eurem Standpunkt aus. Also sagen wir mal, ihr wählt Verbünden und euer Gegner tut das auch. Ihr kriegt dadurch beide 2 AP. Ihr kriegt 2 AP und er wird es auch tun. Und ihr bekommt alle ein nettes, warmes, wohliges Gefühl in eurem Inneren. Wir nennen das beste Freunde-Ergebnis. Es zaubert euch nur ein Lächeln aufs Gesicht, oder nicht? Okay. Als nächstes hätten wir, was passiert, wenn ihr Verbünden wählt, aber euer Partner Betrügen auswählt. Wenn das passiert, verliert ihr 2 BP und sie kriegen 3 B... What? Was? Alter! Wenn das passiert, verliert ihr 2 BP und sie kriegen 3... Alter! Ach du Scheiße! Oh nein! Ach du Kacke, also mit anderen Worten, wir sind jetzt... Oh nee, also wenn Alice jetzt tatsächlich Betrügen auswählen sollte, sind wir in den Arsch gekniffen, weil dann kriegen wir 2 Punkte Minus. Also 4 und ich. Ach Scheiße. Wir nennen das dumme Arschgesicht-Ergebnis. Jemand hat mir das angetan. Wenn jemand mir das antun würde, würde ich sie häuten und sie mit ein paar Gewürzen kochen. Die dritte Wahl ist das Gegenteil davon. Es passiert, wenn ihr Betrügen wählt, aber euer netter, unschuldiger Gegner Verbünden wählt. Dieses Mal seid ihr diejenigen, die die 3 AP bekommen und sie sind diejenigen, die 2 Punkte verlieren. Wir nennen das die Das haben sie verdient, Ergebnis. Ich meine, was haben sie sich denn gedacht? Verbünden zu wählen war eine dumme Wahl und es gibt nichts für euch und ihr müsst euch wegen nichts schuldig fühlen. Und zu guter Letzt das allerletzte Szenario. Das ist, wenn ihr Betrügen wählt und euer Gegner das gleiche tut. Wenn das passiert, verliert keiner von euch irgendetwas. Es gibt absolut gar keine Veränderungen in den AP. Langweilig. Das nennen wir die
Das nennen wir die Wen kümmert's überhaupt Ausgang. Oder das Ergebnis. Als der Spieleleiter hier ist das die Situation, die ich am meisten vermeiden möchte. Ihr fragt euch wahrscheinlich wegen den Paaren, oder? Stellt euch wahrscheinlich Fragen wegen den Paaren, oder? Nun lasst es mich erklären. Erinnert ihr euch, wie ich euch gesagt habe, dass beide Leute in einem Paar das gleiche Schicksal teilen? Tja, hier trifft das auch zu. Die zwei von euch kriegt... Ihr zwei werdet nur eine Stimme haben. Ihr werdet nur ein einziges Mal zwischen Verbünden oder Betrügen wählen können. Das bedeutet, ihr werdet eure Punkte auf... Das bedeutet allerdings, ihr werdet eure Punkte auch aufteilen. Ihr kriegt beide drei Punkte oder verliert beide drei Punkte oder wie auch immer. Mit anderen Worten, was ihr auf dieser Tabelle seht, ist das, was ihr beide bekommt. Wow. Okay, also mit anderen Worten, das Worst-Case-Szenario ist quasi, wenn der andere Partner, mit dem wir jetzt überhaupt nicht mehr kommunizieren können, gehe ich mal stark von aus, Betrügen wählt und wir wählen Verbünden. Dann kriegen wir beide Minuspunkte und, ja, die Punkte von der anderen Person werden hochkatapultiert. Ach du Scheiße. Und ich habe das dumpfe Gefühl, ich weiß, was passiert, wenn wir 0 Punkte erreichen. Ich habe das Gefühl, dann sterben wir. Oder? Ich habe echt das Gefühl, die BP sind unsere Lebenspunkte quasi. Yu-Gi-Oh! Nein, Spaß. Aber ernsthaft, ey. Ich habe das Gefühl, unser Leben hängt von diesen Punkten ab. Ich meine, es ist ein Spiel um Leben und Tod, ne? Es ist ein No-Nary-Game. Was erwartet man da anderes? Also gut, ich schätze, das wär's fürs Erste mit den Grundregeln. Tja, eigentlich gibt's ein bisschen mehr, aber das muss einfach mal warten, schätze ich. Was? Warum muss es denn warten? Shh, ganz ruhig, es wird schon gut gehen. Es ist schon alles in Ordnung. Nein, ist es nicht! 30 Minuten verbleiben, bis das bis die Ambidex-Spielumfrage schließt. Jedenfalls, ich muss jetzt weiter hoppeln. Macht besser nichts Dummes und wartet bis zur letzten Minute. Ihr habt ziemlich viel Zeit, ihr habt genug Zeit, um es euch gut durch den Kopf gehen zu lassen. Bye-bye! Habt ein nettes Vertrauen. Wow, ein nettes Vertrauen, Alter. Oh, scheiße, ey. Das ist jetzt... Oh, Kacke. Okay, wenn ich vorher gewusst hätte, dass so ein Spiel passiert, dass dieses Spiel als nächstes vorkommt, weiß ich nicht so wirklich, ob ich Alice als Partnerin genommen hätte. Ich weiß nicht. Weil bereits am Anfang, da wirkte der Ten Miyoji auf mich, ehrlich gesagt, wie ein ziemlich netter Kerl. Und wer war noch ein Solo? Ich glaube Luna, oder? Ja, Luna. Genau, dieses Mädchen, dem ich die, in Anführungszeichen, knuffige Stimme gegeben habe. Das freundliche Mädchen. Ja, also ich habe das Gefühl, bei den beiden wäre die Chance größer, dass sie verbünden wählen würden, aus Vertrauen zu mir. Weil ich schätze sie, ich habe sie schon vorher als etwas freundlichere Person eingeschätzt. Alice ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Sie definiert sich im Prinzip einfach nur dadurch, welche Beziehung sie zu Dingens hat. Welche Beziehung sie zu, zu Clover hat. Das ist jetzt echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Oh Mann, was sollen wir nur tun? Wegen dem AB-Game? Ja. Sollen wir verbünden oder betrügen wählen? Ja, das ist eine schwere Wahl. Das ist ja wirklich ein interessantes Spiel. Es scheint so, als wäre es auf dem Gefangenendilemma, als basiert es auf dem Gefangenendilemma. Das kenne ich auch. Das Gefangenendilemma, davon habe ich schon mal gehört. Was ist das denn? Du hast niemals davon gehört?
Es ist ein Gedankenexperiment, das Spieletheorien benutzt, um zu untersuchen, warum Personen kooperieren oder nicht. Sagen wir einfach mal, Apfel und Banane haben ein ernsthaftes Verbrechen begangen. Apfel und Banane? Ich habe ihnen einfach die ersten Namen gegeben, an die ich denken konnte. Sie bedeuten gar nichts. Jedenfalls, Apfel und Banane wurden von der Polizei gefangen genommen und werden in separate Zellen weit weg voneinander gesperrt. Und dann entwickeln sie Telepathie. Nein, das ist nicht nein, nein, nein. Schätze ich mal. Eieieiei. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen es mit der Zeit übertrieben. Okay, wisst ihr was? Dann würde ich mal sagen, die Erklärung des Gefangenendilemmas setzen wir im nächsten Part fort. Genauso wie meine Entscheidung bezüglich des Verbünden oder Betrügens. Eieiei, das wird eine harte Nuss.